Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Gegeben sind uns die Graphen von zwei Funktionen, aber eben nicht die Funktionsvorschriften. Die sollen wir selber rauskriegen. Gucken wir uns die mal an. Wir haben einmal die grüne und einmal die rote Funktion. Die grüne Funktion. Wir sehen auf jeden Fall, dass beide Funktionen den Scheitelpunkt auf der y-Achse haben. Das heißt, das sind beides mal Funktionen der Art a mal x² plus c. C, damit ist ja dann der y-Achsenabschnitt in diesem Fall gemeint. Das heißt ja normalerweise a mal x² plus b mal x plus c, aber dieses b mal x, das fällt weg, weil es keine Verschiebung des Scheitelpunktes nach rechts oder links gibt. Das wäre, hätten wir sonst, ja. Aber da es, der Scheitelpunkt jetzt auf der y-Achse liegt, gibt es den x-Term nicht. Also nur a mal x² plus c. Und jetzt sehen wir dieses a, wie kriegen wir das raus? Immer so, indem wir vom Scheitelpunkt aus eine Einheit nach rechts oder links gehen. Gehen wir jetzt einfach mal nach rechts, eine Einheit. Und dann gucken, wie weit wir hoch oder runter müssen. Genau das ist dann nämlich unser a. Also wenn wir hier eine Einheit nach rechts gehen, vom Scheitelpunkt aus, bei der grünen Funktion, dann gehen wir genauso auch einen Schritt nach unten. Diesen einen Schritt nach unten, das ist also nach unten, deswegen minus. Und ein Schritt, also eine 1. Minus 1 ist also das a. Sprich, wir haben minus x². Ja, plus c, das c ist einfach der y-Achsenabschnitt und das ist in diesem Fall die 6. Das heißt, die Funktion f von x, ich nenne die grüne jetzt einfach mal f von x, ist minus x² plus 6. Gucken wir uns mal die rote Funktion an. Das ist eine nach oben geöffnete Parabel und auch das eine Normalparabel, denn hier ist das a, wenn wir eine Einheit nach rechts gehen, ebenfalls eine 1, in diesem Fall auch nach oben gehend. Also tatsächlich a gleich 1. Einmal x², b mal x-Term fällt wie gesagt weg, weil der Scheitelpunkt auf der y-Achse liegt. Das heißt, jetzt ist nur noch das c, also der y-Achsenabschnitt entscheidend. Wo wird die y-Achse geschnitten? Ja, bei der minus 2. Also haben wir g von x, so nenne ich die rote Funktion, ist gleich x² minus 2. Das sind also unsere beiden Funktionen. Und jetzt heißt es in der Aufgabenteil b, dass wir davon einfach mal die Schnittpunkte berechnen sollen, wo die beiden Funktionen sich schneiden. Naja, Schnittpunkt ist immer ein Signalwort für Gleichsetzen. Wir müssen also diese beiden Funktionen, die wir jetzt aufgestellt haben, einfach gleichsetzen. Wenn wir das machen, dann sehen wir minus x² plus 6 gleich x² minus 2. Naja, dann machen wir erstmal plus x² und wir machen plus 2. Ne, dann haben wir 2 mal x² gleich 8. Ja, und dann teilen wir durch 2, weil wir das x² alleine stehen haben wollen. Also haben wir x² gleich 4. Und wenn wir davon jetzt noch die Wurzel ziehen, haben wir x1 und x2, einmal eine minus 2, einmal eine plus 2. Nicht vergessen, beim Wurzelziehen immer positive und negative Variante. Also haben wir zwei x-Werte, die minus 2 und die plus 2. Die y-Werte dazu erhalten wir, indem wir die x-Werte einfach in eine der beiden Funktionen einsetzen. Bei beiden kommt das gleiche raus, weil es ja ein Schnittpunkt ist. Nehmen wir mal die einfachere Variante, ne, mit dem x² minus 2, also in g von x einfach mal einsetzen. Da ist g von minus 2 das gleiche wie g von 2, weil das x ja einfach quadriert wird. Dann ist egal, ob ich was Negatives oder Positives einsetze. Und wenn wir das machen, kriegen wir da eben raus, ne, also x², das heißt die minus 2 zum Quadrat oder auch die plus 2 zum Quadrat sind 4. Das Ganze dann noch minus 2, also der y-Wert 2. Das heißt, Schnittpunkt 1 ist minus 2, 2 und Schnittpunkt 2 ist 2, 2. Also das sind unsere zwei Schnittpunkte, das können wir auch locker sehen, eben, das kann man entweder ablesen oder eben, wie wir es jetzt gemacht haben, einfach direkt berechnen. Und jetzt sehen wir noch eine Aufgabe C, heißt es, dass da ein Dreieck zu sehen, oder dass sich da ein Dreieck machen lässt, ne, durch den Ursprung und die beiden Schnittpunkte, da lässt sich halt ein Dreieck bilden und die Fläche dieses Dreiecks sollen wir bestimmen. Nun, wir sehen, dass das Ganze symmetrisch ist, an der y-Achse symmetrisch. Das heißt, es reicht uns eigentlich, wenn wir uns nur die rechte Seite anschauen oder auch die linke. Wir gehen einfach mal auf die rechte Seite und sehen dort einfach so ein kleines Dreieck, dessen Fläche wir berechnen und dann einfach verdoppeln können. Fertig. Wie berechnen wir die Fläche eines Dreiecks? Ja, Grundseite mal die Höhe und davon dann die Hälfte. Die Hälfte, das können wir gleich lassen, weil wir ja sowieso das Ganze doppelt brauchen, dieses kleine Dreieck. Das heißt, wir machen einfach die Grundseite, die ich jetzt mal die obere Seite da nehme, die 2, mal die Höhe wäre in diesem Fall auch die 2. Wenn ich jetzt nur diese Hälfte haben möchte, dann sage ich das Ganze durch 2, wie es die Formel sagt. Da ich das aber eh verdoppelt haben möchte, lasse ich es gleich. Das heißt, Grundseite mal Höhe, also 2 mal 2, ist zusammengerechnet die Fläche beider
Einzelteile des Dreiecks. Also ist das zusammen 2 mal 2, sprich die Fläche, die sich da ergibt, ist insgesamt 4. Können wir hier also auch komplett ohne Integralrechnung machen. Einfach nur, indem wir wissen, wie man die Fläche von Dreiecken berechnet. Ja, und damit haben wir alle drei Aufgaben dieses Aufgabentyps hier soweit behandelt. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen.